Hallo liebe Elixir Strings Community, Bernd hier. Im heutigen Video werden wir uns mit ein paar sehr wichtigen Übungen zum Thema Alternate Picking oder auch Speed Picking beschäftigen, die mir persönlich bei der Synchronisation meiner beiden Hände sehr viel weitergeholfen haben. Falls ihr euch schon mal mehr im Detail mit dieser Technik beschäftigt habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass genau das eine der größten Herausforderungen dabei ist. Wir wollen nicht nur Geschwindigkeit entwickeln, unser größter Fokus ist vor allem Präzision. Phrasen wie diese zum Beispiel werden nur gut klingen, wenn jeder Anschlag mit der richtigen Note der linken Hand synchronisiert ist. Es ist leider nur eines von vielen Themen, mit der rechten Hand Geschwindigkeit aufzubauen, bei sogenannten Tremolo-Picking-Phrasen zum Beispiel. Eine ganz andere und neue Herausforderung ist es dann, auf jeden Schlag eine eigene Note zu platzieren und später auch zwischen den Saiten flüssig zu wechseln. Mit der heutigen Übung machen wir genau Ersteres und inkludieren auch eine kleine rhythmische Herausforderung durch eine Dreierverschiebung der 16. Noten im Viervierteltakt. Bevor wir im Detail langsam darauf eingehen, spiele ich euch die drei Übungen in jeweils zwei verschiedenen Tempos vor. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die drei Übungen zu trennen. Sie bauen auf demselben Prinzip auf, werden aber immer schwieriger, da sich die Verschiebung über mehrere Takte ausbreitet. Mit Verschiebung ist gemeint, dass die Akzente dieser Dreiergruppen auf synkopierte Zählzeiten im Takt fallen, also nicht wie oft typisch genau auf den Klick der Vierteln für euch zählt. Dadurch müssen wir beim Spielen ganz genau aufpassen und merken es auch sofort, wenn wir einen Anschlag verpassen oder zu viel spielen, da man die Akzente dann nicht bei den richtigen Zählzeiten hört oder einen Upstroke statt einem Downstroke spielt. Wir spielen bei jeder Übung Alternate Picking oder auch Wechselschlag genannt, abwechselnd Down- und Upstroke, immer genau in dieser Reihenfolge. Das heißt, dass die Akzente beim Beginn jeder neuen Dreiergruppe manchmal auf Downstrokes, manchmal auf Upstrokes fallen. Das ist definitiv eine große Herausforderung und es geht in erster Linie nicht um Tempo bei dieser Übung, also auf jeden Fall langsam anfangen und immer zum Metronom üben. Uns ist wie gesagt immer Präzision wichtiger als ungenaues, aber schnelles Spielen, damit kommt ihr leider nicht allzu weit. Im zweiten Beispiel zieht sich die Verschiebung schon über zwei Takte und wir lösen sie durch eine kleine Phrase am Ende auf. Beim dritten Beispiel spielen wir diese Dreierverschiebung so lange, bis es sich wiederholt. Es dauert hier drei Takte, bis der Akzent einer Dreiergruppe wieder auf die 1 in einem neuen Takt fällt. Besonders interessant wird es meiner Meinung nach, wenn ich euch das Beispiel ohne eine rhythmische Referenz vorspiele, weil ihr das Ganze wahrscheinlich als Triolen wahrnehmen werdet, obwohl es keine sind. Und ihr hört wahrscheinlich im Kopf 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Übungen. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns hoffentlich bald.